Synthese von Wasser. Benötigte Materialien: Wasserstoff, eine Gastüte, verschlossen mit einem Drei-Wege-Hahn, ein Winkelrohr mit Rückschlagsicherung, ein Feuerzeug, ein möglichst kaltes Marmeladenglas, ein Holzklotz zum Beschweren der Gastüte, Vatesmo-Papier zum Nachweis von Wasser. Die Gastüte wird mit Wasserstoff gefüllt. Und verschlossen. Das Winkelrohr aufgeschraubt. Die Gastüte beschwert, geöffnet und das ausströmende Wasserstoffgas entzündet. Über die Flamme wird das Marmeladenglas gehalten. Ja, der muss Hey, so voll sein. läuft. Der Hahn wird geöffnet, das ausströmende Gas entzündet. Über die Flamme das Marmeladenglas gehalten. Und der Beschlag schnell mit Vatesmo überprüft. Die blaue Färbung weist Wasser nach.